Nach dem Prototypen FK150, auch Fendt-Kabinenroller genannt, einen Roller mit 150 Kubik Fichtel-Sachs-Motor, wurde im Frühjahr 1953 der Messerschmitt-Kabinenroller KR175 auf der Genfer Automobilausstellung vorgestellt. Das Modell sorgte für Furore. Das Konzept war einfach und neuartig. Drei kleine Räder, ein simpler Motorradlenker, zwei in Reihe gestellte Sitze, eine Kabine unter einer Plastikkuppel und ein Fichtel-Sachs-Zweitaktmotor bildeten im Prinzip dieses neuartige Vehikel. Anfangs gab es nicht einmal einen Rückwärtsgang. Die Produktion des Karosseriekörpers war günstig. Anfang 1955 erschien dann das hier gezeigte Modell KR200 mit einem 191 Kubik Zweitaktmotor mit 10,2 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 90 km pro Stunde. Wie ein normales Fahrzeug hatte der Messerschmitt Kabinenroller KR200 nun reguläre Pedale, das heißt Kupplungs-, Brems- und Gaspedal. Der Schalthebel befindet sich rechts neben dem Fahrer an der Kabinenwand. Es ist eine sequentielle Schaltung, eine sogenannte Ratschenschaltung. Durch Hochziehen schaltet das Getriebe in einen Gang höher. Durch Herunterdrücken schaltet es den Gang runter. Ein kleiner Zusatzhebel schaltet bei Bedarf in den nächstliegenden Leerlauf. Einen echten Rückwärtsgang hat der Kabinenroller nicht. Der Zweitaktmotor muss für das Rückwärtsfahren umgekehrt angelassen werden. Gegen Aufreiß ließ sich dann auch ein zusätzlicher elektrischer Rückwärtsgang einbauen. Dieser wurde über den Zündschlüssel gesteuert. Steckt man den Zündschlüssel normal ein, zündet man den Kabinenroller im Vorwärtsmodus. Zum Rückwärtsfahren musste man den Zündschlüssel beim Einstecken in das Schloss gedrückt halten und dann umdrehen. Damit startet der Motor links herum in den Umkehrlauf. Damit hatte der KR200 sowohl im Vorwärtslauf als auch im Rückwärtslauf 4 Gänge. Benutzt wurde der Rückwärtsgang ungern, da sich häufig dabei die Kohlen der Lichtmaschine verkanteten und dadurch Schäden an der Lichtmaschine auftraten. Also wurde der Kabinenroller vorzugsweise schiebend gewendet. Der Lenker glich im KR200 nun einem Flugzeugsteuerhebel. Eine Heizung über einen Luftschlauch gehörte zur Serienausstattung. Rein äußerlich war zu erkennen, dass die Kotflügel bei dem KR200 offen sind, während sie beim KR175 geschlossen waren. Die neue Plexiglashaube hatte eine gewölbte Panoramascheibe. Technisch gesehen gab es fortschrittliche Neuerungen. Die Vorderachsschwingen und als Kettenkasten dienende Hinterachsschwinge waren durch Torsionsgummis gelagert und hatten zusätzliche Stoßdämpfer. Damit war der Kabinenroller erstmals etwas gefedert. Der Motor wurde leicht nach links versetzt und ebenfalls gummigelagert, was Schwingungen dämpfen und Vibrationen auffangen sollte. Der Antrieb wurde von dem linksliegenden Motor durch eine Zwischenwelle auf das rechtsliegende Antriebsritzel übertragen. Der Messerschmitt Kabinenroller erhielt über die Jahre mehrere Spitznamen, wie zum Beispiel Schneewittchensarg und Mensch im Aspik. Gebaut wurden die Kabinenroller bis 1964.